Nein, nein, nein. Mikey, Mikey, du. Jawohl. In diesen schmalen Gängen weiß man nie, was hinter der nächsten Ecke befindet. Nur gezählt und immer in der richtigen Richtung zu schauen. Ja, ja, bla bla. Praktisch nicht, ja, ohne Ende. Sieht doch jetzt schon was aus. Okay, da können wir hoch. Kommen wir noch? Okay, was bringt das? Also, dass du, oh, da geht's da durch? Nein. Aber wir haben ein Herz bekommen, wenigstens. Ach, ich komme nicht mehr raus. Hinauf. Okay, und hier ist schon wieder eine Steinwand. Haben wir hier irgendwo Bomben? Da ist eine Bombe. Eine Donnerblume. Bomben kriegen wir erst nachher. Jawohl. Und eine kleine Kiste. Öffnen. Oh, 20 Rubine und die bringen uns nichts, weil wir keinen großen Geldbeutel haben. Klasse. Oh Gott, muss ich da bloß schauen. Richtigen Timing abwerfen. Ach scheiße. Zu früh. Gleich nochmal. Wie was man schiss, dass sie sobald die so schneller blinken. Jawohl. Müssen wir da überhaupt durch? Huch. Grafikfehler. Aber ist ja egal. Ist ja ein altes Spiel. Ich gehe jetzt einfach mal da durch. Wird ja schon seinen Sinn haben. Und da kann man... Jawohl, genau. Ah, wie gesagt, vom Zelda-Prinzip her ist immer das gleiche. Sobald ein Auge da ist, einfach drauf schießen. Sobald da ist, das ist immer das gleiche. Das Einzige, was sich an Zelda je ändert, immer ist die Story, beziehungsweise... Och nee, nicht schon wieder diese Viecher. Und diesmal mit mehr Plattform. Ah. Ja, geh weg. Komm. Du behinderter Scheißwichsding. Das ist Lava, ich komm nicht mal hoch. Geh hoch. Toll, klasse. Schmeißt er mir noch die Lava runter. Ich glaube bei dem Harz. Nein, ich glaube jetzt den hier kommt jetzt. Dann ist ein Harz. Das ist etwas schwieriger, das Gefühl. Einmal spielst du hin. Das Gefühl zu mir, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber es scheint mir etwas schwieriger zu sein als die davor. Nein, da fahren noch Flieger und die Verbrechen. Okay, der eine ist weg und wieder haben wir nur anderthalb Herzen für den anderen. Das heißt, konzentrieren. Ja, okay, nee, schwieriger sind sie nicht. Die hampeln halt irgendwie ein bisschen mehr rum. Nein, 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 nein. Geh hoch, geh hoch. Jetzt schmeißt sie mich runter. Nein. Dreiviertel Herz heißt noch einmal, dann bin ich tot. Oh. Ja, gib mir die Herzen. Oh, ein Glück. Okay, wegen den Herzen jetzt bringt es eh nichts mehr. Jetzt kann ich eh gleich wieder darum gehen. Das Viertelherz jetzt ist jetzt auch nicht mehr so wild. Komme ich daher? Ich weiß nicht. Meint ich nicht, wir sind darüber gesprungen auf dem Tisch. Ach ne, das sind zwei, okay. So, sind wir auch schon durch. Und, jupp, springst darüber. Da ist noch eine Kiste. Geh auf. Mach sie auf. Ja, mach sie auf. Die Bombentasche. Diese Bombentasche ist aus Dongo-Leder hergestellt. Darin findest du 20 Bomben. Ja, bla 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 bla.
Jawohl, jetzt haben wir nicht die Bomben. Aber ich frag mich... Ach, jetzt sind wir wieder in dem Raum. Normalerweise ist es ja immer so, dass wenn du irgendwas findest, zum Beispiel jetzt bla bla, Schleuder, Bogen, Pfeile, was ist das? Dass man die in einen bestimmten Raum findet, wo du erstmal so ein paar Mittelbosse erledigen musst und die dann holen kannst. Und das finde ich ja recht unübersichtlich, da kann man einfach ganz normal vorbeilatschen und keiner wird es merken. Okay. Ich gehe jetzt mal da hoch. Jetzt sind wir dann im Raum mit diesen Dingern drin. Ja, ich gebe mal 3/4 Herz, aber irgendwie habe ich das Gefühl, das macht gar keinen großartigen Sinn, jetzt hier rum zu hüpfen. Ich einfach mal wieder zurück. Und laufe weiter. Ach, sieh mal an. Komm mal, jetzt soll ich da drauf oder wie? Betätige den Schalter, damit sich die Plattform hebt. So erreichst du leicht ein höheres Stockwerk. So, das ist so eine Art Aufzug, okay. Und jetzt noch was dazu zu diesem Stein. Dieser Stein hier, der riesige Schädel, leuchtet seine Augen rot, öffnet sich ein neuer Weg. Ja, ja, klar. Aber genau dieser klitzegleiche Stein hier, der klitzegleiche Stein, findet man auch in Mario 64, also Super Mario 64. Genau diesen klitzegleichen Stein, das haben die halt sozusagen als Easter Egg dazu gemacht. Genau dieser gleiche Stein befindet sich auch bei Nintendo 64, bei Mario 64 an dem Brunnen, soviel ich noch weiß, an dem Brunnen findet man diesen Stein, genau das gleiche, steht natürlich was anderes drauf, wenn man es anklickt, wenn man überhaupt da anklicken kann. Aber von genau der gleiche, mit der genau gleichen Schrift, bla bla bla. Und das fand ich echt richtig geil, muss ich eigentlich sagen, auch wenn ich nicht weiß warum, dass die das so eingefügt haben. Finde ich echt richtig gut gemacht. Und mir fällt gerade auf, mir ist jetzt eigentlich noch nie aufgefallen, habe ich jetzt gemerkt, dass hier hinten auch noch eine Steintür ist. Weil ich weiß jetzt, dass man hier die Bomben in die Augen reinwerfen muss, damit das Tor aufgeht unten, das ist ein Maul. Aber ich fällt gerade auf, ich habe noch nie gemerkt, dass hier auch eine Steinwand ist. Probieren wir gleich mal aus. Speichern noch mal zur Sicherheit, nicht dass so wie letztes Mal passiert. Man sieht schon, es springt schneller in die Luft und nein. Rubine. Ja, 5 Rubine. Wow, was für ein... Wow, das war jetzt gerade... Wow, jetzt bin ich stinkreich. So, und da müssen sich jetzt die Bomben legen. Von hier runter, genau ins Auge rein, wunderbar. Jetzt leuchtet das eine Auge rot, warum auch immer das rot leuchten wird, wird auch seinen Grund haben. Ich weiß bloß nicht welchen. Uah, der bloß oben. So, und dann sind wir schon. Jetzt macht er sein Maul auf und wir können in die Tür rein. Juhu. Kommen wir jetzt da runter oder sollen wir den Aufzug benutzen? Nicht, dass wir jetzt gleich da sterben. Probieren wir es mal. Ach, ist in dem Auge, aber es ist nichts Besonderes, oder? In dem Auge jetzt drin zu sein. Nö. Macht keinen Sinn. Ist aber egal. Wir das Tor, das Maul ist offen. Und wir können hineingehen. Yeah. Scheiße, sind wir jetzt schon wieder. Ich höre Fledermäuse. Die ich jetzt... Ah, nein, ich bin nicht so früh. Du hast dein Deko-Schild verloren. Ah, oh, du blödes Fick-Ding. Jetzt ist das Ding abgebrannt. Du kleine Miske. Nein, ich sag's nicht. Tut mir leid. Sterb. Stirb. Blödes Viech. Munition. Oh, toll, jetzt habe ich kein Schild mehr. Das ist natürlich sehr, sehr toll. Ich höre nochmal eine, die auf uns zukommt. Ach, du blödes Viech. Ich hasse euch. Ist nochmal irgendeine da? Ich will die jetzt alle abmetzeln.
sieht nicht so aus, dass hier nochmal eine gibt. Toll, ich soll jetzt da hochkommen. Ja. Hä? Hey. Ah, da ist was offen. Ich gehe da mal rein. Ja, schon wieder solche Viecher. Wir haben kein Schild mehr. Kacke. Oh, verpisst euch bloß nicht. Sollte ich. Ist mir da runter oder da hoch? Sieht mir richtig aus. Muss mir die verschieben oder hat es irgendeinen Sinn, dass es jetzt solche Steine sind und nicht einfach ganz normale Felsen? Dieser Mega-Grafik. Okay, ich glaube, den Felsen können wir hier rüber verschieben, dass, falls wir nächstes Mal runterfallen oder sonst was, dass wir da einfach hoch können. Bla bla. Also. Zumindest wüsste ich keinen anderen Sinn. Eine Fee. Es ist hier schon der Endgegner, oder wie? Hey, ich sollte jetzt kein Leben genommen. Link. So ein dummer. Ach, und hier ist auch noch der, ich glaube, die habe ich auch noch nie. Ich weiß nicht. Ich sag mir auch nichts. Kann schon sein, dass ich die irgendwann mal gesehen habe, aber zumindest sagen tut sie mir gar nichts. Eine goldene Skulptur hinter einem dummen Ding. Okay, da tut nichts, wie es aussieht. Zumindest noch nichts. Nein. Jetzt kaum habe ich die Bombe geworfen, kommt der Sack. Nicht werfen müssen. Ich habe zwar keine Ahnung, was er jetzt macht, aber ist auch egal. Bleibt stehen. Und die goldene Soul-Tula hat auch eine Stunde war. Und du hast eine goldene Soul-Tula gefunden, bla bla. Ich brauche die Herzen. Wunderbar. Dann brauchen wir die Fee gar nicht. Eine Flasche habe ich so oder so noch nicht, oder? Nee. Dann ist egal. Dann ist die Fee egal. Und das Ding ist natürlich oben. Hä? Ich hab's extra runter gemacht. Was hat denn der Sinn, dass man es runter macht? Und du halt die Fresse. Ja, toll. Klasse. Ach, wirklich. Ich hasse diese Fledermäuse. Die gehen genauso auf den Sack wie in Minecraft. Nein, verpiss dich. Die gehen sogar noch mehr auf den Sack. Da die Fee. Komm her, komm her, ich hab ihn verloren. Alle Teile Plätzen habe ich verloren, ich den Fick-Scheiß. Okay, mein Gott, echt. Bitte sag, dass da Herzen drin sind. Ja, wenigstens eins, ist okay. Okay, wir sind doch noch nicht beim Endboss. So komisch, meistens wenn man eine Fee immer kurz vor dem Endboss, zumindest bei den anderen Zelda-Teilen. Ich weiß nicht, ob allen Zelda-Teilen, zumindest bei Wind Waker. Und die Viecher sind auch wieder da. Denkt man, müssen das Ding hier an das andere Ding reintun, habe ich das Gefühl. Denke ich mal zumindest. Gucken, ob dann was passiert. Wenn nicht, einmal verkackt auch die scheiß Ding halt die Fresse. Ja, du auch noch, klar, hab ja so viel Leben. Oh Gott, echt. Also wieder Nährwertnetzen damit. Ich gerade gemerkt, dieses Brennen. Ich wette jetzt mit, jetzt kommt der Endgegner. Ich speichere nochmal, wobei es eh nichts bringt. Ja, jetzt kommt der Endgegner. Jetzt habe ich keine Herzen mehr. Wow. Ja? Wo ist der Endgegner? Bomben. Okay, ich muss irgendwas mit Bomben mit dem Endgegner machen. Ja, und jetzt? Auch nichts zu und Herzen haben wieder gewesen. Da kommen wir her. Ach, guck mal, das sieht ja irgendwie aus, als wäre es eine Klappe. Ich weiß nicht, ob das jetzt einfach nur so ein Grafikding ist. Aber wenn wir hier Bomben gefunden haben, könnte es schön sein,
Ja, genau, dass man hier reinkommt. So, Endgegner Nummer 2. Ach du Scheiße. Okay, jetzt werden wir erstmal richtig schön verkacken. Hallo. Ach du Scheiße. King Dodongo. Wir müssen wir die kaputt machen. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir den Bomben im Maul lassen sollen. Ja. Immer vom Prinzip, immer das gleiche bei Zelda. Es gibt genau das gleiche Quest, sondern nicht jetzt nur das gleiche Viech. Aber auch einfach die Quest, wo man halt dem Ding Bomben ins Maul werfen soll. Und das Kugel, das ist schon wieder scheiße, 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 scheiße. Lauf schneller, lauf schneller, lauf schneller, lauf schneller, lauf schneller, lauf schneller. Dann läuft die. Kommt der Maul auf. Jawoll. Das ist mir doch schon ganz gut. Ich laufe schon mal im Voraus. Müssen wir den noch irgendwie anders verletzen oder so? Dann müsste nach meinen Berechnungen jetzt theoretisch, hoffe ich, hier stehen bleiben. Verletzen? Ach, nicht mehr auch noch, scheiße. Kein Wunder. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Aber jetzt dreht er sich hier. Geh mal in die Ecke, vielleicht bringt's was. Ja, es bringt immer was. Komm her, mach deinen Mund auf. Guck mal. Jawohl! Ciao, Baby! Aber wahrscheinlich, da ist doch King Dodongo, also genauso wie die Höhle. Jetzt müssen wir den dann kaputt machen. Der ist ja dann wahrscheinlich nach der Höhle benannt worden, beziehungsweise die Höhle nach ihm. Gibt für mich nicht großartig viel Sinn, aber na okay, ist auch egal. Wir haben es geschafft. Yeah! Dum dum dum. Jetzt schon wieder ruckzfatz.